Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush. Wieder mal herzlichen Dank fürs Einschalten. Ja Leute, ich habe heute ein super cooles Sonderangebot und zwar habe ich eine epische Truhe im Shop und die werde ich mir dann holen. Aber zuerst werden wir mal den einen oder anderen Kampf spielen. Kostet 10.000 Gold und ich habe auch so viel schon. Ja, und deswegen werden wir uns die holen. Wäre meine erste epische Truhe. Ich habe hier heute schon einen Livestream gemacht. Ist mega gut bei euch angekommen. Wer war denn alles dabei? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ja, da kämpfen wir mal los. Wir haben eine schlechte Startern für unser Deck. Wir spielen ja noch immer das Erscheinungsdeck aus dem Stream. Hat mich ja mega weit raufgebracht. Habe jetzt schon wieder fast 2800. Ja. 2800 Pokale und wir schalten hier mal die Benachrichtigungen aus. Nicht, dass wir wieder angerufen werden oder sonst was passiert hier. Mitten in der Aufnahme. So, wir spielen hier einfach mal die Skelette, damit wir neue Karten ziehen. Denn momentan haben wir keine guten Karten auf der Hand. Wir spielen hier auch den Bogenschützen und Stammfeld, dass wir uns gegenseitig hier ausrotten. Machen hier nochmal den Freeze rein. Wir haben einen stärkeren Bogenschützenstamm. Unsere ist auf Level 9, der Gegner nur auf Level 8 gewesen. So, jetzt können wir vielleicht schon mal die erste starke Erscheinung spielen. Wäre natürlich mega cool. Auf die Midlane. Jo, sieht gar nicht so schlecht aus. Plus 10, kann sich sehen lassen. Wir sind wenigstens schon an der Burg des Gegners. Gegner ist auf Level 10, wie ich gerade sehe. Ja, die Wiederbelebung bringt mir hier nicht viel. Ja, jetzt bringt sie mir schon was. Machen wir deswegen auch gleich mal eine rein. So, da haben wir wieder alles am Start. Die Erscheinung wird getankt von den zwei. Ja. Können wir jetzt bitte nicht die Pfeile. Ja, komm. Come on. Yes. Da haben wir eine fette Erscheinung. Plus 18, Leute. Plus 18. Da wird sich der Gegner jetzt noch... Ei, das wollte ich nicht. Ich wollte keine Pfeile rausschmeißen. Egal, die sind jetzt nicht so wichtig hier. Oi, 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 oi. Da hat der Gegner den Drachen am Start. Nein, wir werden hier nichts machen. Oh, 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 oh. Das tut weh, Leute. Das tut wirklich weh. Machen wir mal eine Erscheinung. Der ist zwar nicht so groß. Ich habe leider auch keinen Freeze-Zauber. Doch, jetzt habe ich einen. Komm. Huh, Freeze-Zauber. Kann ich mal so schlecht. Können wir den Drachen damit killen? Yes, geht sich aus. Und da oben ist meine Erscheinung leider weg. Leider, leider, leider. Ja, haben wir hier die Pfeile drauf. Oh, der Gegner sehr, sehr stark, muss ich schon sagen. Muss ich zugeben. Mal schauen, ob wir den irgendwie hier noch brechen können. Wir spielen hier auch gleich mal die Erscheinung gegen den Schwarzen Ritter. Ja, eine plus 10 Erscheinung und wir hauen uns auch nochmal hier den Schwarzen Ritter rein. Oi, oi, oi. Der Gegner schafft es mit dem Drachen wahrscheinlich an die Burg. Das müssen wir irgendwie verhindern. Ist er da im Pfeilradius? Ja, ist er. Und da ist der Drache weg. Sehr, sehr cool. Puh, Leute, jetzt wird es schwierig. Können wir hier was wiederbeleben? Nein, den Schwarzen Ritter. Wir haben ja keine Heilung der Natur. Deswegen sehr, sehr unnötig, wenn wir den jetzt wiederbeleben würden. Oh, schaffen wir es in die Overtime wenigstens? Denn dann könnten wir gewinnen in der Overtime. Eieieiei. Aber da haben wir zum Glück hier den Skelettschwarm. Den wir uns eigentlich auch gleich wiederbeleben könnten. Oh, come on. Der Schwarze Ritter ist hier schon sehr, sehr nervig, muss ich zugeben. Wir werden hier auch mal ein paar Skelette spielen. Da heilt der Gegner seine Lane. Komm schon, gebt mir die Overtime. Gebt mir die Overtime. Ich würde in der Overtime gewinnen jetzt. Plus 12. Ja, wir sind wenigstens an der Burg des Gegners dran und können hier mal Schaden machen. Ordentlichen Schaden. Ja, wir beleben hier einfach mal wieder. Oh, keine Overtime für den Danny. Wieso nicht? Komm, gib mir die Overtime. Freezen wir die oberste Lane. Ich weiß, dass der Gegner, ja, der hat den Drachen. Ah, aber wir haben wenigstens seinen schwarzen Ritter hier zerstört. Ja, wir starten in die Overtime. Jetzt müssen wir nur mal gut verteidigen, Leute. Sehr, sehr spannendes Match, muss ich schon zugeben. Ei, da habe ich etwas zu spät das Ganze gespielt. Doch so, nur so können wir das Ganze hier auch gut verteidigen. Boah, nicht der Drache. Oh, come on. Boah. Ja, hilft uns nichts. Wir müssen hier einfach wiederbeleben, damit wir das Ganze hier... Ah, und da ist schon wieder alles weg. Gegner freest uns hier. Gegner freest uns hier. Wir müssen jetzt das Ganze nur mal über die Zeit bringen, Leute. Ich hoffe, der Drache macht nicht zu viel Schaden. Doch, er macht es. Er macht sehr viel Schaden. Nein, Leute. Wir verlieren hier doch noch in der letzten Sekunde. Es kann es nicht sein. Wie knapp war dieses Match? Wie spannend war dieses Match? Minus 28, wow. Egal, das war ein sehr, sehr spannendes Match. Puh.
Solche Match wünsche ich mir öfter. Und ja, Leute, jetzt können wir mal die epische Kiste öffnen. Das wir jetzt hier machen, sind ja 12 epische Karten drinnen. Deswegen öffnen wir die gleich mal. Was haben wir? Go! Wir haben 12 mal den Dämonen. Können wir somit zweimal upgraden? Und das, ja, machen wir das gleich mal. Kommt drauf an, wie viel das kostet. Ja, der Dämon ist zwar nicht meine Lieblingskarte, doch okay. Ja, können wir es wenigstens auf Level 4 bringen? Vielleicht spiele ich ihn ja doch. Magieschaden von ganzen 1071. Ja, am Anfang, wenn er kommt. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Sollen wir den um 4000 noch upgraden? Nein, ich glaube nicht, denn wir spielen ihn ja zu wenig. Puh, Leute, nach diesem spannenden Match bin ich voll motiviert, noch eine Schlacht zu spielen. Vielleicht gewinnen wir ja diese. Oh, das war wirklich, wirklich knapp. Und vergesst nicht mal wieder in die Kommentare zu schreiben. Hashtag DannySCrew, Leute. Würde mich freuen, wenn ich ein paar Kommentare damit lesen könnte. Ja, seid ihr eine super Community. Dankeschön, dass ich euch habe. Vielen, vielen Dank. Wir spielen gegen den Besolv. So, wir freuen uns auch mal gegen ihn zu spielen zu dürfen. Und wir schauen mal, was der Gegner so anstellt. Wenn ich einen Skelettschwarm spiele, hat er die Bombe. Hat er keine Bombe. Ja, wir spielen auch gleich mal eine Erscheinung. Hat der Gegner die Pfeile? Jupp, die hat er. Wir beleben aber das Ganze mal wieder. Oh, da habe ich zu wenig Mana für das Freeze. Freezen wir aber jetzt. So, der Gegner sieht da schon schwarz, wie es aussieht. Nein, egal, Leute. Das ist uns ziemlich wurscht jetzt. So, bitte keine Pfeile. Ja. Yes. Da kommt wir, ja, der Gegner mit einer Verzweiflungserscheinung von plus 2 kann da nicht viel anrichten. Kann da wirklich nicht viel anrichten. So, jetzt können wir gleich mal... Oh, komm schon, jetzt habe ich keine Wiederbelebung mehr. Schade, 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 schade. Wir spielen jetzt mal gleich den Skelettkönig, um etwas Druck auf den Gegner aufzubauen. Da haben wir ihn auch schon. Los geht's. Extra Kristall haben wir auch, um unsere Burg zu heilen. Die Erscheinung macht dir mal einen guten Schaden hier auf die gegnerische Burg. Oh... Jetzt kommt meine Erscheinung wieder ins Spiel mit plus 13 Gegner schon wieder. Eine Verzweiflungserscheinung hier am Start. Die werden wir gleich aus dem Weg räumen mit dem Schwarzen Ritter spätestens. Doch, wir haben... Oh, da habe ich mich zu früh gefreut. Ich dachte schon, wir haben gewonnen. Aber nicht. Ja, meine Erscheinung ist da sehr, sehr gut im Rennen. Wir werden jetzt mit der unteren Lane noch Druck aufbauen mit zwei Schwarzen Rittern. Da hat der Gegner keine Chance und das weiß er auch. So, jetzt nochmal. Geht es weiter? Ja, mit dieser Erscheinung kommst du auch nicht weit. Er kann jetzt zwar gut verteidigen, aber wir haben gewonnen. Yes, ein Sieg für uns, Leute. Weiter geht's. Plus 43. Mega, mega cool. Mega cool. Noch so ein Match und wir steigen auf die 2800 Pokale, was ja mega wäre. So, was haben wir hier? Siebenmal die Drillinge. Go. Drillinge bekomme ich ja sehr oft, obwohl ich sie nicht spiele. Ich sollte mal hier vielleicht jetzt ein Deck mit den Drillingen und den Dämonen mal bauen. Vielleicht habe ich da die ein oder andere Decker... Idee, doch mein Erscheinungsdeck haut einfach mehr rein. Oh, sehr, sehr schlechte Starthand. Aber wir können noch auf die Pfeile. Ah, wir haben ja die Pfeile. Easy. Und jetzt auch noch den Extra-Kristall. Momentan geht uns nichts ab. Den Krieger können wir etwas schwächen mit den Skeletten und dann werden wir auch noch die Pfeile draufhauen und dann ist das Ganze auch Geschichte. So machen wir das. Yes! Und da, das Sturmelement da vom Gegner. Da müssen wir jetzt reinhauen. Mit dem Skelettschwamm. Nein, 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 nein. Aber wir beleben das Ganze wieder. Come on. Wir müssen dieses Sturmelementar einfach zerstören. Ich hasse das Sturmelementar. Yes, da ist es zum Glück weg. Das setzt mich immer so unter Druck, wenn ich das Sturmelementar vom Gegner sehe. Oh, da, wow, ist die richtige. Der richtige. Ja, ganz unten. Auf der untersten Lane. Den werden wir jetzt mit der Erscheinung das Handwerk legen. So, da ist es auch schon weg. Und hier noch die Pfeile drauf. Dann ist auch der Push vom Gegner Geschichte. Jetzt noch den Extra-Kristall. Eieieiei, komm. Gib mir einen Freeze, dann könnte ich da unten was anstellen. Aber so wird es schwierig. Geht sich noch aus? Ja, okay. Geht sich noch aus, sonst hätten wir da verloren. Ah! Jetzt muss ich hier mich vorkämpfen zur Bogenschützenkönigin. Leider. Doch, das machen wir. Das machen wir. Geht sich gut aus. Yes, yes, da ist sie auch schon weg. Leider keine Wiederbelebung. Wir werden die unterste Lane etwas unter Druck setzen für den Gegner. Gutes Spiel, schreibt der Gegner. Wieso hat er den Drachen? Ich hoffe doch nicht. Hey, da hat er schon wieder eine Bogenschützenkönigin. Ich hasse diese Karte, wirklich. So, Freeze, sonst macht sie uns da noch von der Ferne weg. Puh. So, Leute, da haben wir gewonnen. Yes, Sieg. Danke, gutes Spiel, gut.
Gutes Spiel, lieber Gegner. Ah, gerade nicht, dass ich auf die 2800 Trophäen komme. Wir sollten fast noch ein Spiel spielen und hier noch eine Goldkiste öffnen. Haben wir auch fast keine Juwelen mehr, Leute. Aber egal, 21 mal die Stärkung. Puh, die können wir bald upgraden. Sehr, sehr cool. Und ja, das brüten wir aus. Und jetzt bitte ein Sieg für die 2800 Trophäen. Wäre so cool. Gegen den Tito. Lieber Tito, Level 9. Das wird schwierig. Doch wir haben eine, ja, einigermaßen gute Starthand. Wir haben zwar keine kleinen Kreaturen, um irgendwas vom Gegner abzuwehren. Doch wir haben wenigstens den Extra-Kristall und die Pfeile. Oh nein, aber bis der da ist, können wir schon unseren Skelettschwarm spielen. Solange der Gegner hier, ja, nichts Großartiges hat zum Dagegensetzen, wie eine Bombe oder sonst was, einen Meteor, dann können wir den hier easy zerstören. Komm, sollte ich ausgehen jetzt. Ja, wieso setzt ein Blitz auf einen Skelettschwarm, Leute? Das war jetzt mal mega dumm vom Gegner, wenn ich das mal so sagen darf. Oi. Aber da lasst er uns wenigstens nicht mal in die Reichweite, dass er uns mit, ja, mit Pfeilen oder so ausschalten könnte. Gegner hat die bogenschützenden Stamm auch auf Level 8. Also gar nicht mal so schlecht, Leute. So, die schaffen die Krieger beide. Yes, sehr, sehr cool. So, wo spielt der Gegner was? Da muss ich einen Freeze dagegen stellen. Ja, das war jetzt blöd, dass ich ihn da gespielt habe. Aber egal. Wir sind wenigstens an der Burg des Gegners dran und können jetzt Schaden machen. Gar nicht mal so schlechten Schaden. Die Pfeile waren jetzt zwar unnötig, aber okay. Spielen wir trotzdem mal gerne. Da hat der Gegner einen, ja, schwarzen Ritter am Start, auf Level 4 sogar. Ich hätte ja gerne von den epischen Karten einen schwarzen Ritter gezogen. Wäre mir vieles lieber gewesen. Aber wir können auch so gegen den Tito gewinnen und schaffen es auf die 2800 Pokale. Finde ich sehr, sehr cool. Yes! Flawless Victory! Okay! Und da haben wir 2829 Trophies. Yes! Pokale also. Ja, Leute, wir sind sogar hier auf dem lokalen Platz, auf Platz 7. Und ja, Leute, hiermit möchte ich auch mein Video beenden. Na, danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich schon riesig wieder auf den nächsten Stream, Leute. Denn die Streams kommen mega gut bei euch an. Ja, Leute, falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.